So, hallo ihr Lieben, hallo ihr Lieben zu unserem heutigen Zoom-Call. Und zwar geht es darum, dass wir einfach unsere Mutlosigkeit, unseren Frust, unsere ganzen Ängste, unsere Wut, dass wir einfach immer noch nicht als Studio, als Beauty-Studio aufmachen dürfen, dass wir da einfach ziemlich gefrustet waren und immer noch sind. Ich bekomme viele, viele Nachrichten, dass es darum geht, dass jetzt einige aufmachen dürfen als Friseur, wir als Wimpernstylisten, Kosmetiker und Co. wahrscheinlich noch nicht. Also da ist schon eine sehr, sehr, wir hatten die Hoffnung gehabt, dass wir relativ schnell wieder öffnen dürfen und jetzt ist es nicht so. Jetzt müssen wir wieder warten und abwarten und schauen, was passiert denn da, wie geht es denn jetzt weiter für uns. Also es ist sehr, sehr herausfordernd, auch mit unserem Inneren. Und da habe ich gedacht, machen wir einfach ein Call, ein Webinar, um da vielleicht unseren Fokus auf andere Dinge zu richten, die uns in eine höhere Frequenz, in eine höhere Energie bringen, um einfach wirklich wieder Hoffnung zu haben, unsere großen Träume zu leben, um einfach ein tief empfundenes Glück zu empfinden, egal wie jetzt gerade da draußen in dem Umfeld unsere Situation ist, sondern dass wir einfach lernen, nach uns zu schauen, nach innen zu schauen und zu gucken, was ist denn da überhaupt los? Ganz kurz zu mir. Ich bin Anke Rehfeld, ich bin gelernte Friseurin, ich bin Make-up-Artist, Visagist, bin Lash-Artist, arbeite seit vielen, vielen Jahren als Wimpernstylistin. Und bin halt wirklich schon 25 Jahre in der Beauty-Branche und habe da schon einiges erlebt, einiges durchgemacht. Und schaue einfach, dass, ja, beschäftige mich seit 15 Jahren mittlerweile mit der Persönlichkeitsentwicklung. Einige von euch kennen diese Erfolgsformel von mir schon, die ich unglaublich wichtig finde. Oder besser gesagt, die ist ja nicht von mir, die Erfolgsformel, die ist ja allgemein bekannt. Das sind 15% Fachwissen, also unser wirkliches Wissen über das, was wir täglich tun. Und der Rest sind die 85% sind unsere Persönlichkeit. Da geht es darum, wie sind wir eingestellt, was machen wir, wie entscheiden wir uns, wie stehen wir zu dem, was wir tun, wie ist unsere Einstellung, unser Mindset, unsere Persönlichkeit da. Dazu. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig für unseren persönlichen Erfolg, für unseren Erfolg im Business, im Privaten und allgemein, wo du gerne Erfolg haben möchtest. Ja, und du kannst ja einfach mal gerne unten in die Kommentare oder in den Chat mit reinschreiben, was ist denn deine größte Herausforderung jetzt in deinem Leben? Was ist die größte Herausforderung, die du hast? Ist es das Private? Ist es die Beziehung? Ist es die Kinder? Ist es das Zuhause sein? Ist es das Business, Beruf haben, wo du nicht vorankommst, wo du vielleicht noch nicht weißt, wo du hin möchtest? Bist du vielleicht Anfänger mit dem Studio und weißt noch gar nicht, in welche Richtung es gehen soll? Was ist deine größte Herausforderung? Sind es die Finanzen? Ist es die Familie? Also es gibt ja so viele Themen, die da sein können. Was genau ist deine größte Herausforderung? Schreib doch einfach mal gerne da dazu mit rein, was da für dich das Spannende ist. Dann kann ich da einfach mal dazu noch was sagen oder dann Fragen beantworten, ne? Dann später, wie gesagt, ich nehme mir alles auf und dann können wir da später auch noch in Kontakt treten. Zu dem Thema, du findest dich einfach selbst, indem du in deine Gegenwart kommst, in die Gegenwart kommst. Das ist von Eckhart Tolle. Ich mag den sehr, sehr gerne. Und da geht es darum, dass du einfach in das Jetzt kommst, in die Gegenwart, in den Moment. Praktisch vom Außen, egal was da draußen jetzt gerade los ist, dass du in den Moment kommst, der jetzt gerade ist, dass du einfach überlegst, ich höre jetzt mal kurz auf, mein Inneres mit dem Äußeren der anderen zu vergleichen. Und heutzutage in Social-Media-Zeiten ist es ganz, ganz oft so, dass wir unser Inneres mit dem Äußeren der anderen vergleichen.
Und darum geht es, dass wir einfach damit aufhören, dass wir uns mit uns vergleichen. Mit uns von gestern, mit vorgestern, mit vor einem Jahr, mit uns vor 5 Jahren. Dass wir einfach aufhören, unser Inneres, denn wir kennen ja nur unser Inneres und sehen im Endeffekt nur das Äußere der anderen, was natürlich in den Social Media heutzutage extrem gut präsentiert wird. Und das ist ganz wichtig, denn dieses Vergleichen hält uns gefühlt immer klein, macht uns klein. Und darum geht es einfach, dass wir in diesen Moment kommen, wie Eckhart Tolle sagt, dass wir jetzt in diesen Moment kommen und einfach hinschauen, ich atme jetzt, mir geht's gut. Wenn ich im Moment bin, dann gibt es erstmal im Außen kein Problem mehr. Du bist geschützt in deiner Wohnung, in deinem Haus, in deinem Garten, wo auch gerade du bist. Hast entweder deine Liebsten um dich rum oder bist einfach nur mit dir. Du atmest und bist gesund und du bist jetzt in dem Moment. Und wenn dir das bewusst ist, dass du einfach kurz mal nach innen gehen kannst, assoziiert bist, mit dir zusammen bist und nicht mehr so dissoziiert, dann fällt plötzlich alles, was dich so stresst, extrem weg. Und wenn du dann die Möglichkeit hast, deine Gedanken zu fokussieren, zu drehen und dahin kommen kannst, dass du zu dem Thema in dir, in die Dankbarkeit gehst, dann bist du im Moment. Dann gibt es in dem Moment kein Problem mehr, sondern nur noch das Jetzt und hier. Und wofür kannst du alles dankbar sein? Also da gibt es ja so viele Dinge, deswegen schreibe ich auch immer in der Beauty Revolution Gruppe, wofür bist du dankbar? Schreib doch einfach mal rein. Da geht es einfach darum, dass wir diesen Fokus von all dem, was da draußen ist, was gerade auf uns einstürmt, was uns stresst, dass wir den Fokus da wegnehmen und dahin bringen, wofür wir dankbar sind. Ob das für das Wetter ist, ob das für das warme Wasser ist, ob das für unsere Wohnung ist, ob das für unsere Freunde ist, ob das für unser Handy ist, ob unseren Computer, für alles, was es gibt. Du kannst für so viele Sachen dankbar sein. Und das heißt, dass du deinen Fokus wegbringst von dem Problem da draußen zu dem Positiven, was für dich gut ist. Denn wir sind so programmiert darauf, auf diese Fehlersuche. Was ist alles blöd? Was ist alles nicht gut? Was funktioniert nicht? Darauf sind wir fokussiert. Jetzt schaue ich mir kurz den Warteraum an. So, mal gucken, wer jetzt noch reinkommt. Hallo, hallo, hallo. Genau. Also darum geht's. Hallo, liebe Ina. Bitte einfach mal. Dann. Dein Mikrofon ausschalten. Das wäre super gut, wenn du mich hören kannst. Bitte dein Mikrofon ausschalten. Dann kann ich weitersprechen. So, in der Zeit erzähle ich mal kurz weiter. Und zwar, wo waren wir denn stehen geblieben? Ich war stehen geblieben. Halt, das machen wir hier mal noch weg. Schließen. Genau, dann kann ich hier wieder weiter fortfahren. Und zwar haben wir gerade gesprochen, dass wir ja so programmiert sind, auf Fehler zu suchen und darauf zu schauen, was denn nicht gut genug ist. Und ja, wir haben einfach verlernt, uns die schönen Dinge anzuschauen, das, was gut ist im Leben, das, was uns Spaß macht, da, wo wir hinwollen, groß zu träumen, groß zu denken. Denn unser Umfeld und unsere Erziehung haben uns einfach dazu gebracht, egal ob es die Schule oder die Eltern, immer besser zu sein, immer nach den Fehlern zu schauen, wenn wir benotet wurden in der Schule.
dann wurden die Fehler gezählt und nicht das, was wir richtig gemacht haben. Und darum geht es ja im Endeffekt, dass wir wieder lernen und uns selber umprogrammieren mit unseren Gedanken und mit dieser Dankbarkeit einfach zu schauen, hey, was ist denn gut in meinem Leben? Dass du anfängst, einfach zu träumen. Eine Sekunde, jetzt gehe ich kurz mal in den Chat. So, super. Okay. Nehmen wir wieder hier rüber, dass ich euch sehen kann. Okay, ich habe euch dazu ein tolles Buch mitgebracht. Einige kennen es von euch. Ich habe es auch als Anfrage genommen in der Beauty Revolution Gruppe. Wenn du da drinne bist, dann weißt du das schon. Da gab es ein paar Fragen zu beantworten, wenn du mit reinkommen möchtest. Da geht es auch darum, ob du das Buch The Secret schon kennst. Da geht es um das Gesetz der Anziehung. Da geht es darum, weißt du schon, wie das funktioniert, wie wir unsere Gedanken programmieren können, wie wir umdenken können, wie wir einfach uns das manifestieren können und ins Leben ziehen können, was wir wirklich wollen. Also ich empfehle dieses Buch jedem. Es gibt es auch bei Netflix als Video zu gucken, als Film zu schauen. Das empfehle ich wirklich jedem. Ja, da einfach nochmal hinzuschauen, wenn du träumen möchtest, wenn du manifestieren möchtest, wenn du nochmal zum Thema Dankbarkeit und unsere Gedanken kreieren. Da ist dieses Buch wirklich, wirklich toll. Einfach als Empfehlung von mir. So, und was können wir jetzt tun, um da rauszukommen, um von dem wegzukommen, was wir nicht mehr wollen, zu dem hinzukommen, was wir wollen? Und da geht es einfach darum, stell dir richtige Fragen und stell dir vor allen Dingen andere Fragen. Wir haben ja gelernt, oder was heißt gelernt? Wir machen das, wenn wir einfach mal nach innen schauen und bewusst werden, dann sind 95% unserer Gedanken immer wieder die gleichen. Wir stellen uns immer wieder die gleichen Fragen, haben immer wieder die gleichen Gedanken zu einem bestimmten Thema. Und darum geht es einfach zu lernen und zu üben, mal anders zu denken, andere Fragen zu stellen. Und ich habe hier ein paar Fragen aufgeschrieben und mitgebracht, wo wir einfach, wenn du mitmachen möchtest, wenn du da lernen möchtest, mal anders zu denken und dich umzuprogrammieren, dass du einfach schauen kannst, ich möchte mal anders denken. Und wir machen in meinem Coaching, geht es darum, wir machen immer eine Übung, wir nehmen jetzt einen Zettel, wo wir auf die linke Seite schreiben, was wir nicht mehr wollen und dann auf die rechte Seite daneben, was wir wollen. Ja, und da gebe ich euch mal ein paar Fragen vor, ihr könnt gerne mitmachen. Und zwar, was willst du nicht mehr? Erstmal, wie gesagt, fürs Manifestieren ist dieses Wort nicht so gut, denn das Universum, sage ich immer, kennt das Wort nicht. Wenn ich jetzt sage, denk mal nicht an den Eiffelturm, dann hast du sofort ein Bild vom Eiffelturm da und siehst sofort, ja, woran du eigentlich nicht denken solltest. Und es ist jetzt erstmal für die Übung egal, denn jetzt geht es darum, was ist alles blöd im Leben? Was möchtest du gerne verändern? Was willst du nicht mehr? Was darf gehen? Und darum geht es einfach mal aufzuschreiben, was willst du nicht mehr haben? Und zwar auf die linke Seite von deinem Blatt. Kannst du gerne mitmachen. Und zwar hatten wir jetzt, dadurch, dass unser Studio zu war, viele waren zu Hause, haben die Zeit für sich genutzt, mit der Familie. Und du hattest einfach mal Zeit hinzuschauen, was gefällt dir denn jetzt vielleicht daran, an der Zeit, die du hast? Und was gefällt dir jetzt überhaupt nicht? Was vermisst du? Was möchtest du gerne haben? Und zwar habe ich die Fragen geschrieben, was war davor alles doof? Also wo merkst du jetzt, das gefällt mir gar nicht mehr, was vorher war? Ob es vielleicht, du möchtest lieber ausschlafen, weil du jetzt ausschläfst, oder im Gegenzug dazu, du magst es lieber, weil du jetzt ausgeruht bist, super gerne früh aufstehen. Also was hat dir nicht mehr gefallen? Du kannst es gerne in den Chat schreiben, du kannst es in die Kommentare mit reinschreiben, du kannst es auch für dich auf deinen Zettel schreiben.
einfach mal alles, was dir einfällt, was dir überhaupt nicht mehr so gefällt. Ob es vielleicht der Streit ist mit deinem Partner, ob es das Finanzielle ist auf dem Konto. Also alles, ob es die Wohnung vielleicht ist, die dir zu klein ist oder zu groß ist oder ob du lieber einen Garten möchtest oder all das, schreib es mal wirklich mit auf. Und dann die nächste Frage, worauf habe ich überhaupt keine Lust mehr? Jetzt mal einfach aufs Business bezogen, kannst du schauen, ach Mensch, ich habe da, kannst einfach mal deine Angebote durchgucken und sagen, was sind denn überhaupt die Sachen, die mir gar keinen Spaß machen? Worauf habe ich denn eigentlich überhaupt keine Lust? Ich mache es nur, weil es Geld bringt. Und daneben schreibst du einfach die Sachen, wo du richtig Spaß dran hast, dass du 24 Stunden am Tag machen könntest, worauf du richtig, richtig Bock hättest oder hast. Das wäre großartig, wenn du das einfach für dich erkennst und immer wieder, du kannst diese Liste ja auch weiterschreiben. Immer wieder, wenn dir Sachen auffallen, kannst du da draufschreiben. Ja, also mach das wirklich gerne. Das ist für dich, das ist nicht für mich, das ist einfach wirklich für dich. Dann haben wir noch eine Frage. Deine Arbeitszeiten. Ich habe es vorhin schon ein bisschen angesprochen. Wie wären denn deine Traumarbeitszeiten, wenn du jetzt die Zeit hast, getestet hast, hey, das ist schön, auch aufzuschlafen, vielleicht mit der Familie zu frühstücken, mit den Kindern zu frühstücken, mit deinem Partner zusammen zu sein. Oder das geht ja alles auf den Geist oder du magst es jetzt mittlerweile früh gerne aufstehen, weil du es liebst zu meditieren, die Stunde für dich hast. Also schreib einfach mal auf, wie hättest du gerne deine Zeiten für dich und wie würdest du gerne arbeiten, wenn alles möglich ist? Wenn alles möglich wäre, wie wäre dein perfekter Tag zum Beispiel oder deine perfekten Arbeitszeiten, wenn es mal nicht ums Geld geht? Also mal ganz unabhängig von den Finanzen, was du verdienst, wie wäre dein Traumleben, wie wäre dein Traumtag? Und das ist schon eine Herausforderung für sehr viele, sich zu erlauben, einfach auch ja nicht funktionieren zu müssen, sondern wirklich mal zu träumen. Wie hättest du es gerne? Wenn alles möglich wäre, was wäre das Schönste? Wie wäre dein perfekter Tag, deine perfekte Woche, dein Wochenende, dein perfekter Monat, dein großartiges Jahr? Schreib das alles mal dazu auf. Dann habe ich noch hier zum Business-Thema nochmal, wie sind deine Traumkunden? Wer sind deine Traumkunden? Und welche Kunden hast du, die vielleicht, ja, wo du dir wünschen würdest, die würden woanders hingehen? Und da auch wieder unabhängig das von den Finanzen zu machen, sondern dir deine Traumkunden mal vorzustellen oder 2, 3, die du hast in deinem Studio zu sagen, hey, das sind die perfekten Kunden und davon hätte ich gerne mehr. Also kreier mal deinen Kundenavatar, sagen wir dazu im Marketing, um wirklich zu schauen, wen sprichst du an, wie darf der perfekte Kunde sein, wie viel Geld verdient der, was hat der für Lebensumstände, wie sieht dem seine Familie aus, was ist an dem so toll, warum kommst du mit dem so gut klar, wie ist eure Energie miteinander? Ja, also zuerst deine perfekten Arbeitszeiten. Und dann deinen perfekten Kunden, deinen Traumkunden. Genau, dann haben wir noch das Thema Preise. Und wir wissen ja, dass es so viel Herausforderungen gibt mit den Preisen. Dass so viele Mädels sich da draußen in der Beauty World einfach unter ihrem Wert verkaufen. Dass sie, ja, wie soll ich sagen, sie haben so viel gute Qualität, sie geben so viel von sich, sie sind einfach immer da und investieren in Ausbildung, in Schulung und haben einfach nicht die Preise, die dem entsprechen. Also ohne einfach mal ans Geld zu denken, wie viel ist deine Leistung und du wert? Schreib das mal auf, was du nicht mehr möchtest. Wie gesagt, auf die linke Seite von deinem Blatt und auf die rechte. Wie viel ist deine Leistung denn wirklich wert? Erlaub dir mal, wirklich den Wert aufzuschreiben, den deine Leistung hat. Und da komme ich gleich zur Affirmation.
weiß nicht, ob ihr das Wort Affirmation schon gehört habt. Einige kennen es sicherlich. Es gibt ja einen Unterschied auch wieder zwischen kennen und können. Wir haben viele, viele Sachen davon, von denen ich jetzt rede, bestimmt schon ganz oft gehört, ganz oft gelesen in vielen Posts. Und wir kennen es alle. Nur die Frage ist, setzt du diese Sachen auch um in deinem normalen Leben? Kannst du sie? Tust du sie? Und darum geht's. Und zu dem Thema Affirmationen kennt sicherlich der ein oder andere bestimmt schon, hat schon mal was von gehört. Wenn du es nicht kennst, das sind Sätze, die du überall in deine Wohnung hängen kannst, in dein Zimmer hängen kannst, dahin hängen kannst, wo du oft bist. Und die einfach zu dir passen, die zu der Persönlichkeit passen, die du sein möchtest in deinem Ziel, in deinem Traum, weil dann bist du eine andere Person, eine andere Persönlichkeit als die, die du jetzt bist, weil dann darfst du ja wachsen, raus aus deiner Komfortzone kommen. Und ich habe ein paar schöne Affirmationen mal aufgeschrieben von euch, für euch, und zwar sehen die so aus. Wer diese haben möchte, ich lese euch die mal vor, kann mir dazu einfach in den Chat oder in die Kommentare gerne eine Nachricht schreiben oder eine private Nachricht. Ich würde euch dieses PDF gerne per E-Mail schicken. Also schickt mir bitte, wenn ihr es öffentlich macht wollt, in die Kommentare. Wenn nicht, dann schreibt mir gerne eine persönliche Nachricht und dann schicke ich euch diese Affirmation. Und die lese ich euch jetzt mal vor, weil die habe ich seit vielen, vielen Jahren für mich kreiert, um einfach das Leben zu leben, was ich jetzt habe, diese Freiheit, dieses Glück, dieses erfüllte Leben in mir zu fühlen, weil dann, wenn du in dir dieses Gefühl hast, das erzähle ich aber gleich danach noch, dann manifestierst du, dann ziehst du es auch im Außen an. Ja? Und Affirmation ist, ich erlaube mir selbst ein außergewöhnliches, erfülltes und erfolgreiches Leben. Ich erlaube mir selbst ein außergewöhnliches, erfülltes und erfolgreiches Leben. Da steckt ganz viel Power drin, dafür steckt ganz viel Erlebnis drin und vor allen Dingen Erlaubnis. Du darfst dir das erlauben. Die zweite Affirmation, ich richte meinen Fokus auf Fülle, Lösung und Möglichkeiten. Ich richte meinen Fokus auf Fülle, Lösung und Möglichkeiten. Das heißt, Fülle in dieses pure Glück, in diese Energie, alles ist da. Ich brauche mir nur nehmen das, was ich jetzt gerade möchte und wünsche. Lösung ist ein lösungsorientiertes Denken. Das heißt, da geht es darum, dass du weg von dem Problem, von der Herausforderung, von dem, das, was du nicht willst, kommst, hin zu einem lösungsorientierten Denken. Was ist jetzt möglich? Was kann ich jetzt machen? Wie kann ich jetzt agieren und denken, um Neues zu erschaffen und zu kreieren? Und Möglichkeiten ergeben sich dann, indem du einfach anfängst, vielleicht mal deinen Fokus zu verändern, wir sagen immer, die Brille aufhaben, eine neue Brille dir aufsetzt und schaust, hey, was ist gut in meinem Leben, was wünsche ich mir? Und da geht es wieder darum, wenn du deine Gedanken schaffst zu verändern, andere Fragen schaffst zu stellen, dann hast du auch neue Möglichkeiten. Das ist ganz, ganz spannend. Wie gesagt, viel tiefer gehen wir da dann nochmal im Programm ein. Das ist jetzt in der kurzen Zeit einfach gar nicht möglich. Nur diese Affirmation ist unglaublich stark und powerful. Deswegen möchte ich dir die gerne mitgeben. Und die dritte Affirmation ist, ich übernehme Verantwortung für meine Gedanken, für meine Gefühle und für meine Handlung. Ich übernehme Verantwortung für meine Gedanken, meine Gefühle und meine Handlung. Und da kommen wir jetzt dann gleich dazu. Hier sind nochmal, ich habe euch die in schön gemacht, nochmal diese Affirmation, die könnt ihr euch dann hinhängen zu Hause, könnt ihr euch ausdrucken, dass ihr einfach ein schönes Bild immer dazu habt, dass ihr euch die morgens, mittags, abends durchlesen könnt und einfach in dieses Gefühl reingeht. Denn einige von euch haben vielleicht schon meinen Vortrag gehört, wo es wirklich um diesen Gedankenkreis geht,
den wir immer wieder haben. Und wir haben schon tausendmal gehört, gelesen, nur wir vergessen es immer wieder im Alltag, dass unsere Gedanken kreieren Emotionen. Und im Endeffekt fängt es so an, dass wir, ich schreibe es euch mal auf, haben ein Resultat im Außen. Ja? Kannst lesen, ne? Wir haben ein Resultat im Außen. Unser Außen, das, was jetzt da draußen ist, was wir in unserem Leben haben, ist das Resultat von unseren Gedanken, Emotionen, Gefühlen und Handlungen, um das Leben, was wir jetzt haben, das Resultat, was wir jetzt haben, haben wir damit erschaffen und kreiert. Ja? Und wie können wir unser Resultat ändern? Es gibt ein Programm, das machen wir auch mit im Coaching. Das benennt sich Thinking into Results. Also es geht immer darum, wenn du ein neues Resultat haben möchtest, dann darfst du neue Gedanken finden. Dann darfst du in deinem Resultat denken. Und so kommen wir zu unseren Gedanken. Also unsere Gedanken erschaffen wir im Endeffekt das Resultat. Und wenn wir jetzt den ganzen Tag negative Gedanken über uns denken, über unseren Partner denken, über unseren Job denken, über unser Business denken, dann erschaffen wir aus unseren Gedanken, natürlich kommen dann negative Emotionen hoch, Gefühle. Ja? So ist die Spirale. Unsere Gedanken, das kannst du einfach testen. Wenn ich dir sage, denk jetzt vielleicht mal an deinen Ex-Partner, dann hast du sofort negative Emotionen. Und die haben dann auch relativ negative Resultate angezogen. Denn dazwischen fehlt noch eins und das sind unsere Handlungen. Wenn du negative Gedanken hast, hast du automatisch negative Gefühle. Du handelst in diesem State, in dem du hier bist, den du hier kreierst und dein Resultat im Außen ist auch negativ. Und umgekehrt funktioniert es aber genauso mit dem Positiven. Deswegen vorhin im ersten Teil schon, wo ich gesagt habe, mit der Dankbarkeit und mit diesen 95% unserer Gedanken, lasst uns die doch bitte auf was Positives lenken. Was passiert denn, wenn wir positive Gedanken lenken? Dann kreieren wir mega, mega geile Emotionen. Dann springen wir, dann singen wir, dann sind wir richtig gut drauf. Dann springen wir aus dem Bett morgens und wir handeln auch ganz anders. Wir sind fröhlich, wir sind positiv und wir sehen plötzlich, das ist schön und das ist schön und das ist schön. Und darum geht's. Und automatisch ist unser Resultat, der ganze Tag war irgendwie cool, der war toll, der hat Spaß gemacht. Ihr kennt doch bestimmt solche Tage, wo ihr sagt, boah, heute war so ein geiler Tag. Und darum geht es davon, einfach viel mehr zu kreieren und bewusst zu werden und bewusst zu erschaffen, was ist denn überhaupt das, was ich den ganzen Tag denke. Was denke ich den ganzen Tag, dass ihr einfach euch mal kurz zurücknehmt? Könnt ihr öfter machen am Tag, immer wieder und kurz mal Stopp machen und was sind denn jetzt meine Gedanken? Sind es die, die ein tolles Resultat kreieren? Im Morgen, im Übermorgen, in 1-2 Wochen? Oder sind es gerade Gedanken, die Sachen anziehen, die du nicht haben möchtest? Weil wenn du über dich schlecht denkst, ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht, das haut nicht hin mit meinen Finanzen, jetzt Corona macht mich pleite, da kommen vielleicht keine Kunden mehr, wie soll ich das alles hinkriegen und oh Gott, alles ist ganz schlimm. Dann kreierst du dir eine negative Spirale. Wenn du aber denkst, hey, was für eine geile Zeit, ich habe jetzt Zeit für meine Familie, ich habe Zeit in mein Business zu investieren oder an mir und meinem Business zu arbeiten. Ich habe jetzt Zeit, mich um meine Familie zu kümmern, um meine Kinder zu kümmern, um meine Partnerschaft. Ich kann es sehen wie einen tollen Urlaub.
Also da ist wirklich die Frage, beobachte doch mal deine Gedanken und schau, was ist da richtig, richtig gut drin und wo willst du hin? Und wir gehen einfach dann noch viel weiter im Coaching dann auch, wo es darum geht, welches Resultat willst du wirklich kreieren? Was ist dein riesengroßer Traum, dein wirkliches Ziel? Was brauchst du da für Emotionen? Was bist du da für eine Persönlichkeit? Dass du dann noch genau das im Außen anziehst. Und das macht so unglaublich viel Spaß, wenn wir da mit den Coaches zusammensitzen und einfach wirklich uns erlauben, rumzuspinnen, kreativ zu sein, groß zu denken. Also das ist so wirklich, wirklich schön. Du kannst ja mal in den Chat schreiben oder in die Kommentare, was ist dein großer Traum? Hast du einen? Oder erlaubst du dir den noch nicht und würdest gerne, der ist nur vielleicht in deinem Kopf, aber du traust dich nicht, mit irgendjemandem darüber zu sprechen, weil vielleicht du hast es mal gemacht, hast mal mit irgendjemandem gesprochen, der hat gesagt, ja, was für ein Quatsch, wie kannst du überhaupt an sowas denken, du bist doch nur so und so. Und es können nur Menschen, die irgendwie ein anderes Umfeld haben, die irgendwie groß denken oder die Vitamin B haben oder. Und du wurdest automatisch wieder klein gemacht. Ja, also ich weiß, dass es da so viele da draußen gibt, die großartige Frauen sind, die großartige Ideen haben, die tolle Qualität haben, die sich so viel mehr innen drin wünschen würden und nicht trauen, damit rauszugehen. Also schreib gerne mal da rein oder schreib mir persönlich. Denn ich habe erkannt, dass ich einfach hier bin auf dieser Welt, um Menschen zu helfen, erfolgreich zu sein. Und das ist zum Beispiel mein großes Warum, der Erfolg von dir. Ja? Und darum beschäftige ich mich seit so vielen Jahren damit, wie kann ich dir helfen, deine eigenen Wünsche und Träume wahrzumachen. Und wenn du da Tipps und Hilfe brauchst, dann gehen wir gerne viel, viel tiefer im Programm. Also schreib mir gerne, melde dich. Ihr habt ja auch Special-Angebote jetzt gerade zu der Zeit natürlich, wo wir alle Zeit haben, was ich großartig finde, denn die Coaches, die ich gerade betreue, die wachsen gerade über sich hinaus, die nutzen die Zeit für coole Marketingaktionen, die nutzen die Zeit für ihr Mindset, um umzudenken, die gehen jeden Tag in ihr großes Ziel. Und dadurch entstehen in ihnen ganz andere positive Emotionen. Und da geht es natürlich auch darum, die Glaubenssätze, die Blockaden zu erkennen, die dich aufhalten. Die immer wieder da sind, wo du denkst, ich komme nicht weiter, ich würde so gerne, aber warum funktioniert es denn bei mir nicht? Entweder bleibt am Ende des Monats nicht genug Geld übrig oder es ist irgendwie immer weg oder es kommt nicht genug rein. Oder du hast noch so viel Kapazitäten an Kundschaft und irgendwie kommen nicht die Kunden zu dir, sondern du möchtest lieber Warteschlangen an Kunden haben und Wartelisten haben, dass du einfach, dass du entscheiden kannst, mit welchem Kunden du zusammenarbeiten möchtest. Ja, das ist ja auch eine Möglichkeit. Weil das war zum Beispiel mein Ziel, so und so viele Kunden nur noch zu haben und ausgebucht zu sein im Sinne von, ich teile mir ein, von wann bis wann arbeite ich, mit wem genau möchte ich zusammenarbeiten und mit wie vielen Kunden möchte ich nur noch arbeiten. Also das ist ganz eine andere Einstellung und automatisch, weil du dann nicht mehr in diesem Mangeldenken bist, oh Gott, da müssen noch so viele Plätze besetzt werden, so viele Termine sind noch frei und das ist dann wieder eine ganz andere Energie, wenn du aus der Fülle hinaus kreierst. Ganz tolle Sachen, da zeige ich euch das aber, wie das wirklich funktioniert. Oder es gibt noch andere Lebensbereiche wie Beziehungen, wie Business, wie Freizeit, wie Urlaub, wie dein Konto, wie soll das alles aussehen? Ne? Da gucken wir uns deine Lebensbereiche, die verschiedenen an. Wo ist es, wie ist es jetzt und wo möchtest du gerne hin? Wie erreichst du all deine Ziele? Wie schaffst du es mit deinen Gedanken, so ein Leben zu kreieren, was du möchtest? Was du wirklich möchtest in dir, was deine Seele möchte, nicht was dein Umfeld möchte oder deine Eltern für dich möchten oder dein Partner für dich möchten und deine Freundschaften denken, was für dich richtig ist, sondern was möchtest du denn wirklich? Oder wie bekommst du ein besseres, positiveres, cooles Umfeld, was dich unterstützt, was für dich da ist, was dir die Hand reicht?
und sagt, hey, ich glaube an dich, ich push dich, ich bin für dich da. Also das sind so zwei ganz verschiedene Sachen. Und es geht im Endeffekt um die Klarheit, um deine Klarheit zu schauen, wer bist du? Was möchtest du? Wie ist dein Alltag? Wie ist dein perfektes Leben? Ich sage immer, wie ist dein Leben in richtig? Das ist ganz spannend. Wie gesagt, da gehen wir dann aber weiter drauf ein. Und was willst du überhaupt? Das ist die allerwichtigste Frage. Wenn alles möglich ist, was willst du denn überhaupt? Ja. Wie lernst du besser an dich zu glauben? Wie kreierst du mehr Selbstbewusstsein, mehr Selbstvertrauen, mehr Selbstliebe? Wie kannst du da hinkommen? Und all das sind die Möglichkeiten, wo wir hinschauen, wo ich dich einladen möchte. Wie gesagt, viel darüber poste ich schon in der Facebook-Gruppe, in der Beauty Revolution Facebook-Gruppe. Und wenn du da Bock drauf hast, jetzt die Zeit sinnvoll zu nutzen für dich, indem du einfach an dir und an deinem Business arbeiten möchtest, schreib mir gerne. Und dann bekommst du natürlich alle Informationen über das Programm. Wenn du sagst, hey, nee, ich möchte lieber eine 1-zu-1-Betreuung. Darum geht es mir. Einfach gar keine Gruppen zusammenzuführen, denn jeder hat ja eigene Themen. Und mir ist es immer wichtig, mit den Personen einzeln zu arbeiten und wirklich für jeden extra da zu sein. Weil dann können wir genau auf dieses Thema eingehen in der Zeit. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch einen großartigen Neustart, wenn es dann wieder losgeht, wenn wir unsere Studios aufmachen dürfen. Bis dahin wünsche ich dir eine unglaubliche, tolle Zeit, um an dir und an deinem Business zu arbeiten. Schreib gerne in die Kommentare oder in den Chat oder mir persönlich als Nachricht, wo du Hilfe brauchst, was dir gefallen hat, wo vielleicht noch Themen sind, wo du mehr Infos für möchtest. Ich kann, wie gesagt, immer noch viele mehr Videos darüber machen. Also gib mir einfach einen Hinweis, wo du noch viel mehr Hilfe brauchst, wo du gerne Input haben möchtest, wo du Inspiration gerne hättest. Dafür bin ich da. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen traumhaften Tag, eine traumhafte Zeit. Genießt sie. Seid sehr, sehr dankbar für euch, für euer Leben, für alles das, was ihr habt. Und schaut hin, was Schönes in eurem Leben. In diesem Sinne, alles Gute für euch und bis ganz bald. Eure Anke.